Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Die neue Staffel Druck hat angefangen. Die Staffel rund um Nora ist vorbei und jetzt geht's mit Fatou weiter und ich bin so, so gespannt. Ich habe auch schon in der Reaktion von der ersten Folge von Noras Staffel gesagt, ich mag Fatou so gerne. Und ich habe eben nochmal das Staffelfinale von Staffel 1 geguckt und habe einfach wieder mit ihr mitgeweint im Bad. Wir verlieren jetzt aber gar keine Zeit mehr. Ich fange an mit der Reaktion zur neuen Staffel. Yes, let's go. Wie cool sie einfach ist mit ihrem Skateboard. Ich finde, man merkt schon so richtig, dass die Staffel einen anderen Vibe hat. Also so ein bisschen chilliger anfängt. So die Staffel rund um Nora war sehr... Hat so angefangen mit so ganz viel Deutschrap. Und die fängt so sehr... So chilliger an. Oh. Was machst du eigentlich hier? Hier auf der Straße. Also ja, also draußen. Heute. Nach Hause gehen. Klar. Ich finde es so süß, weil sie in der Staffel rund um Nora ja auch gesagt hat, dass sie nicht so weiß, wie sie so sich verhalten soll um sie herum. Und nicht so weiß, worüber sie reden soll. Und das war jetzt ein sehr gutes Beispiel dafür. Kann ich mal? Axel, Leute. Nee. Skate. Achso, ja. Skate ist gut. Viel Spaß. Viel Spaß. Oh Gott. Ich dachte gerade, mein Handy klingelt. Ich war so, ich habe gar keinen Wecker gestellt. Guten Morgen. Mann, hast du nicht so was zur Schule, wo du sein musst? Meint ihr, der wird wichtig in dieser Staffel? Vielleicht, ne? Ich meine, warum sollte man so einen Bruder introducen, wenn er nicht noch eine Rolle spielt? In irgendeiner Art und Weise. Generell finde ich es voll interessant, jetzt auch wieder so einen Fokus auf einer anderen Person zu haben. Der Fokus lag die ganze Zeit bei Nora und jetzt ist man so, Fatou. Wie ich ja eben schon meinte, man merkt schon so an der Musik, dass es so einen ganz anderen Stil irgendwie hat. Druck hat es so richtig gut geschafft, jetzt in dieser letzten Staffel die ganzen Charaktere zu introducen, dass wir sie alle lieben. Und jetzt sind wir so, wir wollen von jedem eine Staffel. Ich gucke ja generell sehr viele Serien. Falls ihr meinen Kanal noch nicht kennen solltet und jetzt durch Druck hierher gekommen seid, hi. Sollten euch also auch Videos zu anderen Serien gefallen, dann solltet ihr auf jeden Fall mal meinen Kanal auschecken und abonnieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Weiter geht's. Wo warst du eigentlich in Mathe heute Morgen? Ich hatte die Hausaufgaben nicht. Mhm. Also hat sie gelogen, hatte nicht erst zu dritten, sondern ist einfach nicht hingegangen. Aber vor ihren Freundinnen hält sie es nicht geheim, aber vor ihrer Familie. Was ist das für eine Nummer? Okay. Wessen Nummer ist es? Ich glaube nicht, dass es ihre Nummer ist. Ich glaube, es ist vielleicht die Nummer von ihrem Bruder, weil sie hat irgendwas zu Hause vergessen. Man hofft irgendwie zu sehr, dass es so ihr Crush ist, deswegen würde ich sagen, es ist jemand anders. Woher hast du meine Nummer? Shh, nicht so laut. Kannst du dein Geheimnis für dich behalten? Was ist los? Kommt doch an. Ich dachte erst, wenn Igel, aber ist da die Schildkröte drin? Och Gott, wie süß. Ja, okay, ich nehme sie. Auch wenn sie in einer Meerestierhandlung arbeitet, finde ich doch, das sagt einiges über ihren Charakter aus, dass man sie anruft, wenn irgendwie ein Tier in Not ist. Und der Daumen, der ist dann die Richtung von der Lorenzkraft. Ich finde es mega schön, wie das hier gefilmt ist, weil wir ganz oft so an ihrem Gesicht sind und ihre Emotionen erkennen, auch wenn jemand anders redet. Ganz oft in Filmen und Serien ist es ja so, dass wenn zwei Personen miteinander reden, gibt es Schuss gegen Schuss, also wird die eine Person gezeigt und dann die andere. Wir sehen häufig erst die Reaktion einer Person, wenn die andere Person das schon gesagt hat. Und hier sehen wir halt nur ihre Reaktion, auch wenn der Lehrer redet, sehen wir nicht, wie der Lehrer redet. Und wenn wir mal rüberschalten zu ihm, dann sehen wir nur so ganz Nahaufnahmen oder wie die Finger so tippen. Finde ich sehr cool, verlangt aber auch immer sehr viel von der Schauspielerin, also sie macht das richtig gut. She's so pretty. Oh no, es fehlt Geld in der Kasse? Oh nein, sie hat doch extra nachgezählt am Anfang. Oh no. Aber Kyumi ist gerade richtig am Tündern. Was? Ja, wir wollen dich. Mellings ist no. Ja, oh mein Gott, also der ist safe links, ne? Aber das war gerade voll der coole Cut so zu der Gruppe, wo Nora auch früher dazugehört hat und ihre andere Gruppe, weil die waren gerade alle so, oh mein Gott, und waren so richtig hyped. Und die drei sind so, nicht so unser Ding. Nein, gar nicht zu Kyumi gepasst. Ja,
Die war safe rechts. Hast du mal ihren Style gesehen? Literally, da gab's einmal ein Girl. Ja! Die war safe rechts. Ah! Die hatte so richtig diese Zendaya-Vibes. Die merkt es auch gerade. Oh Gott. Ja, da gab's einmal ein Mädel, was zu dir gepasst hat. Sie so, hallo, 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 I'm here. Kimi, meinst du doch, dass sie keine coolen Mädchen sind? Nein, wie cute. Oh nein, damit hört das jetzt auf. Das war auf jeden Fall ein sehr cuter Start in die neue Staffel. Ich bin so gespannt. Ich weiß noch bei meiner Reaktion auf die letzte Staffel, als die ganze neue Freundesgruppe introduced wurde, da war ich ein bisschen skeptisch, aber das hat sich komplett gelegt. Ich liebe diese ganzen Charaktere, ich habe die ganze Staffel rund um Nora geliebt und die hier werde ich auch lieben, ich sehe es schon kommen. Ich verlinke euch hier oben direkt mal die Playlist zur neuen Staffel. Und falls ihr wissen wollt, was für andere Serien ich noch so gucke, dann schaut gerne mal hier unten vorbei. Da spreche ich über alle Serien, die ich jemals geschaut habe. Dankeschön fürs Zusehen, ich hab euch lieb und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!